Das wollen wir besprechen mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Fratscher. Danke, Herr Professor Fratscher. Jetzt haben wir also wieder ein Großprojekt. Das stockt mittendrin. Was bedeutet das tatsächlich für Deutschland, für die Attraktivität als Wirtschaftsstandort? Ja, dieses Beispiel ist immer wieder symptomatisch dafür, wie schwierig es ist, Großprojekte zu machen. Und es ist ja nicht nur Tesla, die klagen, sondern es sind ja auch ganz viele deutsche Unternehmen, die immer wieder sagen, wenn wir Projekte machen wollen, wir haben keinerlei Planungssicherheit. Wir wissen gar nicht, braucht das ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, bis ich die Genehmigung habe? Diese Unsicherheit ist Gift. Das heißt, wir sehen auch in den letzten 10 Jahren schon, dass viele deutsche Unternehmen immer häufiger sagen, nein, wir investieren nicht in Deutschland, wir investieren im Ausland. Nicht nur, weil dort die Märkte sind und wirtschaftlich die Nachfrage entsteht, sondern auch, weil die Bedingungen in Deutschland schlechter werden. Und das fällt letztlich uns in Deutschland auf die Füße. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird weniger attraktiv und damit verschwinden auch viele gute Jobs. Ja, wir schreiben das Jahr 2020. Sie haben es eben angedeutet. Also der Wirtschaftsstandort Deutschland ist zwar noch attraktiv, aber er verliert weiter, auch im internationalen Vergleich. Oder bei den anderen Ländern sieht man ja, wie es gehen kann. Die machen sogar Angebote. Und Tesla hat ja eigentlich auch gedacht, geht ein bisschen einfacher. Ja, wir stehen im globalen Wettbewerb und dem müssen wir uns bewusst sein. Auch China, andere versuchen natürlich Unternehmen anzuziehen und man braucht eine gesunde Balance. Ja, also wir wollen ja nicht werden wie China, wo dann Einspruchsrechte, Menschenrechte nicht mehr zählen, weil man muss halt die Balance hinbekommen zwischen demokratischen Prinzipien wie Einspruchsrechten auf der einen Seite und Planungssicherheit der Möglichkeit, dass Unternehmen auch Investitionen tätigen können. Und in den letzten 10, 15 Jahren sind wir, glaube ich, zu sehr in die eine Richtung überschossen. Und das wirtschaftlich ist das ein Problem für Deutschland, denn wir leben davon, dass wir ein attraktiver Standort sind, dass Unternehmen hier sind und exportieren können. Und wenn Unternehmen diese Bedingungen nicht mehr vorfinden, dann wandern sie immer stärker ab. Und das sehen wir jetzt schon. Sie haben es gesagt, in den letzten Jahren ist Deutschland eben immer mehr in diese eine Richtung gerutscht. Woran liegt das? Warum? Es ist so ein bisschen eine Besitzstandswahrung. Ich glaube gar nicht, dass wir schlechte Institutionen haben. Wir haben starke, gute staatliche Institutionen, sondern es geht häufig darum, dass einige wenige Interessen versuchen, ihre Interessen um jeden Preis zu schützen. Und das ist ja, geht ja nicht nur bei Umweltstandards, die ja absolut wichtig sind, gute Umweltstandards zu haben. Das geht bei Bauprojekten in den Städten, wo wir wissen, wir brauchen Bauland. Wir müssen Neubauten haben, aber dann die Anwohner sagen, bitte nicht bei mir. Windkraftrad auch nicht bei mir, aber wir wollen erneuerbare. Also wir sehen diesen Widerspruch. Alle realisieren, wir brauchen Investitionen, aber bitte nicht vor meiner Haustür oder bitte nicht mich negativ betreffen. Und das ist symptomatisch für Deutschland, für uns Deutsche? Naja, das haben sie in vielen anderen Ländern auch, in westlichen Ländern. Und es ist sicherlich auch ein Resultat des Wohlstands. Es ist ja auch was Gutes. Man macht nicht alles um jeden Preis. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass dieser wirtschaftliche Wohlstand, den wir heute haben, dadurch zustande gekommen sind, dass wir attraktiver sind als Wirtschaftsstandort im Vergleich zu anderen. Und diese Attraktivität, diese Vorteile verlieren wir, haben wir heute in vielen Bereichen schon verloren. Und nochmals, die Frage ist, wollen wir gute Jobs langfristig in Deutschland sichern, dann müssen wir in diesem globalen Wettbewerb mithalten können. Ich meine, Brandenburg hat so viele Waldflächen, muss man ganz klar sagen. Aber was heißt das jetzt ganz klar für die Tesla-Fabrik? Glauben Sie als Experte, dass sie gefährdet ist, die Gigafactory? Ich bin immer noch überzeugt, dass da, wo ein politischer Wille ist, auch ein Weg ist. Das heißt, wenn die Politik es wirklich wollte, dann könnte sie einen Weg finden. Und ich bin optimistisch. Ich glaube, wenn man das nicht schafft, wenn Tesla irgendwann sagt, nein, wir wenden uns ab, das wäre eine Katastrophe, vor allem für strukturschwache Regionen. Wir reden hier nicht um Baden-Württemberg oder Bayern, die eh viele andere Alternativen haben, sondern wir reden über eine strukturschwache Region, mehr als 10.000 Jobs. Und wenn das jetzt nicht klappt, wäre das eine fatale Signalwirkung. Ja, es wäre ein Präzedenzfall, auf den wir verzichten könnten. Dankeschön, Herr Fratscher.